Ich lade Sie ein, mit mir eine Reise in einen bezaubernd schönen Auenwald zu unternehmen. Er ist der größte zusammenhängende Auenwald Europas und steht seit 1977 unter besonderem Schutz. Entdecken Sie mit mir Gemmenz, das Reich des Auenwaldes. Hier in Gemmenz beginnt es langsam zu dämmern. Die morgendlichen Sonnenstrahlen rufen die Hirsche aus dem Wald. In dieser Jahreszeit sammeln sie sich bevorzugt im Wasser, damit sie nicht so sehr von den vielen Mücken belästigt werden. Das Rotwild entwickelt jedes Jahr in kurzer Zeit riesige Geweihe. Um dies zu erreichen, nutzen sie durch eine Art von Osteoporose Teile der eigenen Knochensubstanz, die sie später wieder ersetzen müssen. Gemmenz gehört heute zum Nationalpark Donau-Drau und ist eines der bekanntesten Natursehenswürdigkeiten in Ungarn. Die Leitung des Nationalparks hat es sich zur Aufgabe gemacht, Besuchern das Erlebnis des Gemmenzer Waldes zu ermöglichen, ohne große störende Eingriffe in das Ökosystem vorzunehmen. Wanderer, Kanuten und Jäger, die mit Respekt und Achtsamkeit dem Wald begegnen, sind im Gemmenzer Wald herzlich willkommen. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, die einzigartige Flora und Fauna, die sich hier über Jahrzehnte ungestört entfalten konnte, zu beobachten. Ende Januar beginnen die ersten Balzgesänge des Grünspechts. Die Brutzeit dauert von April bis Mai, wobei sich Männchen und Weibchen beim Brüten abwechseln. Die Paare bleiben meist nur für eine Brutsaison zusammen, manchmal jedoch auch für eine längere Zeit. Gesanglich am aktivsten ist der Grünspecht zwischen März und Mai. Alte oder kranke Bäume sind für den Grünspecht lebenswichtig. Nur in ausreichend dicken Bäumen mit weichen Stellen kann er seine Höhlen anlegen, bevorzugt in 2 bis 10 Metern Höhe. Immer wieder kann man besondere Ausblicke auf die Auenwälder genießen. Diese wundervolle Gegend ist einzigartig durch die Harmonie von Wasser und Land. Donau und Sugowica schaffen durch schattige Ufer, stille Nebengewässer und quirlige Steinstufen eine besondere Atmosphäre. Nahe der Donau wachsen hauptsächlich Pappeln und Weiden, da diese eher sumpfige Böden bevorzugen. Etwas weiter entfernt sind zahlreiche Eichen, Ulmen und Eschen zu finden. Neben den sauerstoffspendenden Bäumen sind am Waldboden auch verschiedene Gräser und Blumen zu finden, welche Nahrung für zahlreiche Tierarten sind. Wenn Sie unberührte Natur und besonders Wälder lieben, dann werden Sie in Europa kaum schönere Orte finden als Gemmenz an der Donau.
Die Donau ist die dominierende natürliche Kraft in dieser Region. Die regelmäßigen Überschwemmungen im Frühjahr prägen den Auenwald. Ständig verändert sich die Grenze zwischen Wasser und Land. Seitenarme und stille Nebengewässer bieten Lebensraum und Nahrung für viele Pflanzen und Tierarten. Zu einem gesunden Wald gehört auch das tote Holz alter Bäume. Es ist ein Lebensraum für eine Vielzahl von Lebewesen, zum Beispiel dem Hirschkäfer. Nach der Paarung legt das Weibchen ihre Eier tief in den Waldboden. Die Larven entwickeln sich in den Wurzeln, Stämmen und Stümpfen, brauchen jedoch durch Pilzbefall zermürbtes Totholz, insbesondere von Eichen. Herden von Rothirschen, Wildschweinen und Rehen sind in diesem Gebiet keine Seltenheit. Neben dem Großwild gibt es aber auch Wildkatzen, Dachse, Füchse, Kaninchen, Marder, Eichhörnchen, Otter oder Biber. Auch die Vogelwelt ist etwas Besonderes. In der Luft kann man Adler, Saka, Braunschwanzamsel oder Reiher beobachten. Einen schwarzen Milan hier zu sehen, ist keine Seltenheit. Außerhalb des Gemenzer Waldes ist der europäische Bestand jedoch nicht sehr groß und zudem stark rückläufig. Schwarzmilane leben bevorzugt in Wäldern und größeren Feldgehölzen. Sie ziehen Standorte in Gewässernähe vor, da sie dort auch ausreichend Nahrung finden. Daher ist der Gemenzer Wald der ideale Lebensraum für diese wunderbaren Vögel. Dicht bewachsen und mit fast undurchdringlichem Laub bieten die Wälder einen hervorragenden Schutz für große und kleine Tiere auf dem Land, im Wasser und in der Luft. Zudem beherbergt der Gemmelzer Wald die weltweit größte Population von Schwarzstörchen. Den Schwarzstorch in freier Wildbahn zu beobachten, ist trotzdem ein seltenes Schauspiel, weil diese Tiere sehr scheu sind und den Kontakt mit Menschen meiden. Wir Menschen sind über vielfältige Weisen mit dem Wald verbunden, häufig ohne dass wir es direkt merken. Der Wald ist sehr viel mehr als ein Lieferant von Holz oder das Stück Natur, in dem wir unseren Sonntagsspaziergang machen. Ein intakter Wald ist ein Lebensraum für eine reichhaltige Pflanzen- und Tierwelt und beeinflusst das Klima in vorteilhafter Weise. Der Schutz des Waldes sollte daher für uns alle einen wichtigen Wert darstellen. Hier im Gemmenzer Wald ist dies seit vielen Jahrzehnten vorbildlich gelungen. Hoffentlich ist es möglich, solche Naturschätze wie Gemmenz auch weiterhin zu erhalten, damit auch noch die Kinder unserer Kinder das Glück haben, diese Schönheit genießen zu können.